Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Wir sind jetzt zurück am Start und ich sag mal so wie es ist, diese Folge haben wir wirklich, wirklich viel zu tun. Deswegen schnacken wir auch nicht lange rum, sondern starten direkt mit der Folge. Wie ihr bereits sehen könnt, bauen wir gerade an einem neuen Gebäude, was ich einmal gegenüber von dem Bärengehege bauen wollte. Und dieses Gebäude, das kann ich jetzt schon mal sagen, wird ein ganz besonderes Gebäude. Es wird nicht sehr groß sein zwar, aber es wird einen kleinen Anbaueimer haben und einen Kellerbereich. Am Ende der Folge werden wir natürlich wie immer nochmal uns ganz genau im Detail ansehen, was wir denn alle so diese Folge fabriziert haben. Also bleibt gerne mal bis zum Schluss dran oder ihr könnt auch einfach bis zum Ende durchskippen, wenn ihr möchtet. Da werden wir dann nochmal alles uns ganz genau einmal anschauen. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge.
So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal ganz genau an, was sich denn hier noch so alles ergeben hat. Denn ihr wisst ja, ne, am Ende, wenn ich hier dann mal alles fertig gebaut habe, setze ich danach mich nochmal ein bisschen ran, um ein bisschen Feinschliff zu betreiben und nochmal die ein oder andere Dekoration hinzusetzen, sodass wir am Ende nochmal dann ein paar mehr neue Details haben. Und ich würde sagen, wir schnacken auch nicht lang rum. Wir gehen mal in das schöne neue Gebäude einmal rein hier. Und einmal schauen wir mal, was einmal hier so entstanden ist. So, hier den Bereich habe ich ein bisschen auch mal dekoriert, ne, den Boden mal ein bisschen geändert, dass hier auch ein bisschen Variation drin ist. Ein paar Pflanzen reingesetzt, ein paar Tische. So, nochmal ein Beet hier und alles. Aber dann kommen wir auch mal erstmal zum ersten Kernstück hier. Und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir das hier so zum Blumenladen machen wollen, ob wir hier so bestimmte Pflanzen einfach auch anbieten, zum Mitnehmen nach Hause. Oder ob das einfach nur so ein kleines Gartenhaus ist, wo wir die Pflanzen für die Gehege ranzüchten, die sich die Besucher dann anschauen können. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall möchte ich sagen, dass dieses kleine Gartenhäuschen, so möchte ich das jetzt einfach mal nennen, echt schön geworden ist. Ne, dann hast du das hier nochmal. Ja, wobei ich sag mal so, ich habe schon so hingestellt, so als ob es ein Verkaufsstand ist. Ich sag so, wie das ist. Ne, aber ich finde, das ist eigentlich ganz schön geworden. Ne, dann auch hier nochmal mit diesem kleinen Anbau hier. Finde ich, passt hier sehr, sehr schön rein. Gibt auch nochmal ein bisschen Abwechslung einfach. Ne? Man hat ja Gehege, man hat Gebäude, wo man sich Tiere drin anschauen kann und sowas. Aber so ein kleines Gartenhäuschen oder so einen kleinen Gartenladen gibt es ja nicht wirklich, ne? So ein Blumenladen jetzt hier. Und warum nicht einfach mal machen, ne? Warum nicht einfach mal machen? So, aber jetzt kommen wir zum großen Finale dieser Folge. Dafür gehen wir einmal runter. So, ich habe einmal nochmal hier so eine Tür rangesetzt. Unten ist tatsächlich auch nochmal eine, ne, damit die Fledermäuse oder die Nilflughunde jetzt nicht entfliehen können. Und dann kommst du hier runter. Und ich sag mal am besten weiter mal Folgendes. Wir machen mal das Licht auf ganz dunkel. Zack. Nochmal eine gewisse Atmosphäre. Und dann kommt man hier rein, ja? So rechts ein paar Lichter. Und hier wirst du so langsam in den Keller geleitet. Ich hatte tatsächlich erst überlegt, um das nochmal kurz zu sagen, wirklich einen Dachboden zu bauen und da die Nilflughunde umherfliegen zu lassen. Was ja mehr Sinn ergibt, weil die sind natürlich mehr auf dem Dachboden unterwegs, so Fledermäuse oder sowas im Allgemeinen. Das Ding ist halt einfach nur, ich habe es schon ein paar Sachen vorher ausprobiert gehabt, aber da dieses betretbare Vivarium so wahnsinnig groß ist und zweistöckig, ist es schwierig, das als Dachkonzept irgendwie zu machen, fand ich. Deswegen habe ich mich jetzt einfach für so eine Art Keller entschieden. Auch nur tatsächlich so eine Art. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal runter. So, jetzt noch eine kleine Infotafel. Und dann hast du nochmal die letzte Tür. Ich hatte erst überlegt, wirklich einen ganz normalen Keller zu machen, so wie ihn jeder vielleicht kennt, jeder einen vielleicht zu Hause hat. Mit ein bisschen Gerümpel, mit Kartons und hast nicht gesehen. Ja, hallo. Ne? Aber dann hatte ich überlegt, wir haben doch wahnsinnig viele Steine. Wir haben auch hier Stalagmiten, heißt das ja, glaube ich. Und probierst du damit mal ein bisschen was aus? Und ihr habt es ja schon ein bisschen gesehen in der Folge, dass ich da rum experimentiert habe. Gehen wir mal rein. Hier haben wir so eine kleine Untergrundhöhle einfach erschaffen. So schön mit den ganzen Felsen an der Decke, hier unten überall. Dann können die Gäste hier so rumlaufen. Ich muss sagen, das sieht echt krass aus. Also ich finde, das sieht wahnsinnig schön aus. Einfach, ne? Manchmal muss man ja auch ein bisschen Eigenlob vielleicht mal austeilen. Auf jeden Fall, ne, mit denen habe ich noch ein paar Lichter an die Wände gesetzt, weil ich finde, das gibt nochmal ein gewisses mysteriöses Feeling einfach. Wobei du natürlich, wenn du hier auf Tag stellst, sieht das nicht mehr so ganz cool aus. Ist tatsächlich eher krasser, wenn es hier dunkel ist. Genau, dann kannst du nämlich hier als Gast einmal rumlaufen. Hast zwei Infotafeln, hier ist zum Beispiel schon mal eine, wo du dir dann nochmal alles genau durchlesen kannst. Ich kann noch mal ein paar mehr in die Flughunde hier reinsetzen. Ich glaube, ich habe jetzt erst nur 8 hier oder so reingeschoben oder so. Können wir noch mal ein paar mehr, glaube ich, dazu nehmen. Aber an sich so ein paar Wurzeln an der Decke, so, ne, weil wir so kurz unterm Boden sind. Ein bisschen was von den Bäumen oder sowas, die runtergewachsen sind. Ist tatsächlich etwas mehr eskaliert, als ich dachte. Und ich muss auch sagen, die Felsen da oben ran zu klatschen, war für mich persönlich eine etwas härtere Aufgabe, als ich dachte. Weil, gut, von unten nach oben irgendwie ransetzen, fand ich nicht so ganz einfach. Ich finde aber, so wie es jetzt ausschaut, kann man das echt gut machen eigentlich. Und wenn dann hier noch die ganzen Gäste rumlaufen, warum nicht? Apropos Gäste, ne? Jetzt kommen wir, wie gesagt, zum Ende der Folge schon mal. Wir haben uns einmal alles angeschaut. Aber apropos Gäste, ich werde jetzt mal in der nächsten Folge tatsächlich mal ein paar Gäste schon mal reinlassen. Weil ich muss sagen, das sieht jedes Mal mal ein bisschen, ich sag mal, leer einfach aus. Und es ist einfach ein cooleres Feeling, wenn ein paar Gäste schon einfach hier im Zoo rumlaufen. So, hier hinten schauen wir gar nicht erst. Okay, die Lampe verstecke ich nicht. Machen wir mal weg. Ne, das hier hinten, das gucken wir uns gar nicht erst an, ne?
diese Baustelle da. So. Aber dann, dass wir dann nächste Folge ein paar Gäste mal dabei haben. Leute, ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge Planet Zoo gefallen hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Ideen oder sowas habt, gerne einmal in die Kommentare rein. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und haut rein.